für das genauer zu betrachten, gibt es so gäbige Ökobilanzen, die man kann machen kann. Und da wird mit sogenannten Umweltbelastungspunkten geschaffen. Wo dann, je nach Belastungspunkt gibt es eine Gewichtung, je mehr oder weniger ein Produkt umweltverträglich ist. Jetzt ist es so, man kann nicht sagen, generell Glas ist gut und Kunststoff oder Alu ist schlecht. Es ist immer massgebend bei diesen Umweltbelastungspunkten, was Einfluss hat, ist der Transport. Die Transportdistanzen von solchen Materialien, das Gewicht und die Energie, die es braucht in der Wiederverwertung. Fangen wir an mal mit der Bestfall wäre Mehrweg Glasflaschen, also die man wieder vom Nachgebrauch ausspülen, wieder abfüllt und dann wieder so in den Handel hineinkommt. Das braucht unter Umständen, das normale Transport, die Distanz in der Schweiz machen, das Produkt ist das super. Wird wiederverwendet, es braucht keine Fremdenergie, um es wieder zu verwerten. Oder nur wenig Fremdenergie. Wenn wir mal betrachten, die Glas-Einwegflasche, die würde dann ganz schlecht abschließen, weil die hat in der Regel feine Transportwege, nicht nur zur Sammelstelle, sondern in die Verwertungsbetriebe. Dort werden dann Glasscherben eingeschmolzen mit hohem Energieaufwand. Das muss auf einer Temperatur von etwa 1600 Grad eingeschmolzen werden. Riesen Energieaufwand, den das braucht, das gibt viel Umweltbelastungspunkte. Also eine Glas-Einwegflasche ist relativ schlecht. Zu einer PET-Flasche kann man sagen, man kann sie sehr gut wiederverwerten. Das ist ein etablierter Kreislauf, den wir haben. Transportdistanzen sind moderat. Und was vor allem sehr gut ist, das Material ist sehr leicht. Das Gleiche gilt auch für die Aludose. Leichtes Material, Transportdistanzen in den etablierten Entsorgungswegen sind relativ kurz. Einzig, was nicht so gut ist, bei einer Aludose, es braucht relativ viel Energie, um es wieder zu verwerten zu einem neuen Produkt. Voilà. Man muss also immer ein bisschen differenziert betrachten.